Wir sind Uli und Freddy von One World, Thousand Places und sind mit unserem Bürstner Ixeo unterwegs. Wir treffen nette Menschen, zeigen Wohnmobile und Kastenwagen, nützliche Dinge für den Campingalltag und reisen durch Europa. Wir nehmen euch gerne mit auf unseren kleinen und großen Abenteuern. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Hallo ihr Lieben. Ja, wir haben den Spot für die Nacht gefunden. Ja, ich glaube schon. Das ist ganz nett. Hört mal die Vögel. Oh, ist das schön. Schön, ne? Da hinten steht unser Auto. Ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist das, was wir sehen können. Und das ist... Ja, ein... Ist das ein Fluss? Ein See? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist ein See. Ein Stausee? Ich schwenk mal dahin. So, so sieht das aus. Und ganz oben kreisen im Moment nicht, aber vorhin kreisen sie die Gänsegeier. Da sieht das sehr weiter aus. Ist das ein Träumchen? Das ist, glaube ich, der schönste Spot, den wir jetzt hatten, oder? Ja. Ist beeindruckend. Ist echt beeindruckend. Und vielleicht sind wir auch noch hart und gehen rein. Ja. Morgen. Aber hört mal. Das kriegen wir zu Hause nicht zu hören. Ne? Nee, das stimmt. Ja, also willkommen in Teil... Bitte was? Das ist, glaube ich, nur ein ganz kleiner Vogel. Mehrere. Ja. Ja, jetzt geht's weiter. Wir sind hier in Aragonien mittlerweile gelandet, an einem schönen See. Ich habe nicht so ganz kapiert, wie der Name ist. Ich blende den ein und das ist so, ja, ihr kennt uns, ja. Hat nichts mit vorbereitet zu tun, hat einfach was mit auswendig lernen zu tun, weil hier in Spanien oder Frankreich auch muss man das auswendig lernen, sonst kann man es nicht vermitteln. Aber es sollen ja auch die Bilder zählen. Und ja, das gehört auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht weit von dem letzten Ort, wo wir waren. Einfach mal da hinten gucken. ja, also ich mache noch ein paar schöne Bilder von hier. Die Sonne steht gleich schön und dann gehen wir auch gleich mal ins Wässerchen. Das ist herrlich. Sicher? So nah habe ich noch nie am See gestanden, muss ich ehrlich sagen. Du? Nee, aber ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob ich da reingehe. Kristall klar, ich zeige euch ja, das. Ja, mal. Aber. So sieht das aus. Schatzi, wir sind hier in Spanien, wo seit Wochen schon sehr warm ist. Ne? Ich schätze auch mal, es sind angenehme 25, 26 Grad, mehr ist das nicht. Ne? Kühler Wind, ja, das geht. Herrlich. Also hier ist echt angenehm. Selbst sehr für angenehm. Mich gut geeignet. Ja, für mich auch. Gut, also bis später. Wir zeigen euch. Ob ich reingehe oder nicht, werdet ihr gleich sehen. Direkt hier nach wahrscheinlich. Und ihr auch. Ja, große Katastrophe. Wir mussten unsere letzte Nacht auf selbstgebautem Bett verbringen, weil unser Hubbett, das hat ja so ein Kopfteil, ja, das fuhr bis zu ungefähr so ein Drittel runter. Das Kopfteil bewegte sich und dann ging es nicht weiter. Normalerweise müsste es dann, wenn das Hubbett, wenn das Kopfteil sich bewegt hat, müsste man durch einen Knopfdruck es wieder in Bewegung setzen, dass er runter geht, aber das tat es nicht. So, und jetzt haben wir das Problem, unsere Route wird jetzt geändert. Wir müssen jetzt nach Saragossa. Und was sage ich dazu? Scheiß Technik. Ja, wo viel dran ist, kann viel kaputt gehen. Also ich weiß nicht, was da jetzt genau ist. Ja, zum wir hatten Glück ja schon, im Prinzip haben wir das ja schon so gekauft, dass halt eh mit dem Kopfteil schräg liegt. Termin haben wir auch in Deutschland gekriegt, nur das hat jetzt so
blöd wird, haben wir natürlich auch nicht mitgerechnet. Ja. Ja, das ist natürlich blöd. Gott sei Dank, es läuft alles auf Garantie, weil der Wagen ist ja gerade erst mal 1,5 Jahre alt. Und ich habe auch mit der Serviceabteilung da schon gesprochen. Die haben das weitergeleitet an die Servicewerkstatt in Saragossa. Und wir hoffen, dass da heute was passiert, weil die letzte Nacht war alles andere als schön. Also wir haben uns das, die Matratze von da oben runtergenommen und haben die hier quasi auf die Sofagarnitur gelegt. Mir tun alle Knochen weh. Das war nicht schön. Ja, da hoffe ich mal, dass sie uns helfen können. Uli packt gerade ein. Aber wir hatten eigentlich vor, hier an diesem schönen Plätzchen, an dem lauschigen See noch ein wenig zu bleiben. Aber das funktioniert leider nicht. Ja, ich kann euch das ja mal eben vorführen, dann seht ihr, wovon ich spreche. Also ihr habt gesehen, keine schöne Sache und wir hoffen, dass wir das mindestens heute, vielleicht sogar morgen erst hinkriegen, aber zumindest noch in unserem Urlaub, nicht, dass wir wirklich für den Rest des Urlaubs noch schlafen müssen, das wäre doof. Ne, Schatzi? Wär doof. Das wäre echt blöd. Ja. Ja, gut, ihr werdet davon erzählt kriegen, also abwarten, Tee trinken. Links Richtung Kalela Iglesia abbiegen, dann rechts abbiegen auf Kalela Iglesia. Look a little closer, it's been quite some time. But you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say. Rechts abbiegen auf Kalela Iglesia. Nach 200 Metern links abbiegen auf Kalela Iglesia. Unterwegs, geradewegs nach Saragossa und wir hoffen, dass sie uns heute helfen können. Ich habe keine Lust, da irgendwie ein paar Tage zu verbringen, nur weil es Ersatzteil fehlt. Wir haben noch 2 Stunden, 3 Minuten, sind so um ja, 14:30 wahrscheinlich da. Ja, mal gucken, ob sie da noch was machen. Wir sind gespannt, Schatz, wa? Ja, und wir hoffen und bangen. Also im Prinzip haben wir festgestellt, so ein Kinderbett kann man hier tatsächlich bauen, indem man einfach den Tisch runter macht und die Lehnen und ja, Unterteile von den anderen Sitzgelegenheiten da ineinander schiebt. Dann hat man eine schöne Fläche. Ist aber nichts für groß gerade Leute. Ja, dann haben wir die Matratze da drauf gemacht und das war nicht schön. Ja. Bisschen blöd. Also wenn man nur ein Bett hat, das funktioniert nicht,
dann ist man aufgeschmissen. Aber der ungünstige Fall wäre, das Bett würde gar nicht mehr hochgehen, weil dann müssten wir nämlich, hätten wir ein Problem mit den Stühlen. Die könnte man dann nicht mehr drehen. Na, wir werden sehen. Drückt uns die Daumen. Aber ihr werdet es gleich wissen. I'm not hiding anything, I think you know me too well. I'm always coming up short on words. You should know that by now, we've been down this road. So I'm not sure what you think you heard. Oh, ihr Lieben, jetzt haben wir so schön Gas gegeben. Jetzt sind wir nämlich da. Und was ist? Zu. Aber ich bin deswegen so gut gelaunt, weil wir jetzt 20 vor 3 haben und ab 15.30 Uhr machen die auf und haben bis 19 Uhr geöffnet. Ich hoffe, dass die da uns helfen in der Zeit. Wenn die Werkstatt natürlich eher zumacht, haben wir schlechte Karten. Aber war ein bisschen wuselig. Es steigt hinter dem Flug oder vorm Flughafen von Saragossa. Und wie ihr seht, riesengroß. Also wenn da nicht jemand bei ist, der uns helfen kann, dann weiß ich es auch nicht. Naja, wir lassen es überraschen. Wir lassen euch daran teilhaben, wenn ihr möchtet. Heiß ist es, 30 Grad. Wow. Tja, die traurige Nachricht ist jetzt leider, es wird nicht repariert, weil angeblich das Panel defekt ist. Aber sorry. Oh, und ich kann nichts sehen. Ich gehe davon aus, dass ein mechanisches Problem, weil das an einem Kopfteil auch knatscht und knarrt. Und wenn das Teil nicht richtig fährt, dann blockiert die Steuerung. Ist logisch. Also, aber die meinten, das ist das Pendel und da können die nichts machen und das wird eine Woche dauern, bis gestellt ist. Und somit müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass wir kein Hubwetter haben. Nach 500 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt. Ja, wird spannend. Ihr werdet sehen. Yeah.
Wir sind jetzt angekommen endlich. Wir sind auf dem Camping Lake Caspe. Mitten in der Küste, ganz weit vom Schuss, zwischen Barcelona und Saragossa. Aber toll. Zeigen wir euch mal mehr von. Heute bin ich mal mit Kochen dran. Die Uli ist so schön gefahren die ganze Zeit. Da kann ich mal was machen. Schau mal, so ein schönes Chili fertig. Kommt nicht an das von der Uli dran, aber man muss ja auch mal was selber machen. So. Zack. Und noch eine. Schon nicht mal die frittischen Zwiebeln, aber man muss ja auch alles essen. Ne? Man kann ja nichts wegschmeißen. Ne? So, Zwiebel weg. Zack. So. Jetzt sind die denn gern längs oder wie? Gut, machen wir wie immer. Komm. Zack, zack. Oh, der Tisch wackelt aber, du. Machen wir hier. Und die Biester sind flutschig. Das war jetzt nicht so, wie das eigentlich sollte, aber egal. Zack. Heute sind es mal Stäbchen, die ich mache. So. Also es war auch ziemlich heiß heute. Und wir haben hier sogar einen Pool und einen See. Wie der See aussieht, wissen wir noch gar nicht. So weit sind wir noch gar nicht gekommen. Aber der Pool ist schon richtig geil. Und der Platz ist bei Axikat. Ich bin mal gespannt, was wir dann bezahlen, aber wahrscheinlich denke ich mal 20 Euro, weil der ist es ja wirklich wert. Normalerweise kostet er, wenn man Axikat nicht hat, für zwei Personen und Fahrzeug und so 33. Was ich aber auch noch fertig finde. So. Die Zwiebeln gleich auf. So. Und last. Damit das Ganze noch ein bisschen Aroma kriegt. Nein, Spatze, ich werde mit der Messerspitze nicht da reingehen. Gibt noch ein bisschen Knoblauch dabei. So. Jetzt stelle ich die Perlenkante. Leider war das ja auch mit unserer Reparaturgeschichte ein tierischer Reinfall, weil da haben wir nichts erreicht. Das können wir heute Nacht irgendwie so im Bett pennen. Wir müssen erst mal gucken, ob man das wirklich so kurbeln kann, wie die uns das gesagt haben. Die Aussage ist nämlich von dem Herrn, der uns angenommen hat, da, ja, da müsste man die, ich hab doch eine Kurbel, müssen wir mal kurbeln. So. Dafür war das eigentlich nicht gedacht, dafür gibt es eine Automatik im Bett. Aber wenn er das so meint, dann wird halt gekurbelt, ne? Ja? Ich wollte nur sagen, die Zwiebel verbrennt oben nicht runter. Das ist doch gut. Nee, unten. Komm runter? Egal. Der Freddy hat ja gekleckert. Ja. So. Ich muss da schön noch die Pelle rausholen. Das klingt gut. So, jawohl. Die noch und dann reicht das ab. Ja, für alle Veganer, wir essen Fleisch. Aber bewusst.
Aber es ist gar nicht die erste Gewürze. Warte mal, brauchst du die Tüte noch was? Und dann irgendwie was hier rein. Man soll ja auch so eine Tüte, wo das frische Fleisch drin war, die wieder verwenden, weil das gibt nur Ärger mit der Hausfrau. Aber tierisch. So. Gleich noch die dicken Bohnen rein. Und dann möchte ich gegessen. Wir sehen uns gleich wieder. Freddy hat mich heute gut bekocht, weil ich so artig gefahren bin. Jetzt ja. Muss es nur noch schmecken. Ich probiere mal. Sag nicht, dass es nicht schmeckt. Das wäre doof. Heiß kann ich schon mal sagen. Heiß Blau und heiß. Lecker. Nein, ist echt lecker geworden. Danke. Blöd ist immer, wenn man abends dann noch Hunger hat. Oder richtig Hunger hat. Und dann was Heißes, das ist gemein. Das stimmt. Ja. Über dem See ist die Sonne untergegangen. Wir lassen jetzt den Abend ausklingen. Bei lecker Chili und einem schönen Glas Wein. Sieht man so aus, wenn wir dauernd saufen würden. Ne? Das letzte Glas haben wir zu Hause getrunken. Prost. Prost. Auf euch auch. Und wenn dir das gefallen hat? Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und? Kommentare. Wenn euch was irgendwas gefällt, schreibt es drunter. Wir sind auch mal dankbar für Kritik. Aber sie muss schon begründet sein. Warum trippst du dich selber jetzt? Weil der Tisch nicht. Eine Kante hat. Also Holen. Dass die Leute nicht so lange warten, das ist wieder rauszögern. Also, tschüss in die Ferne. Tschüss in die Ferne.